Wenn man es in Musik packt, ist es so schön. Habt ihr nicht auch am Wochenende gespielt wieder? Ja. Wo denn? In Koblenz. In Koblenz? Ja. Und in Miltenberg. In wo? In Miltenberg. In Miltenberg, weiß ich. Ja, denn ich lese das Mein Echo. Kennt ihr das Mein Echo? Nee. Habt ihr nicht die Kritik über euer Konzert gelesen im Mein Echo? Die habt ihr nicht gelesen? Die ist sensationell. Ja. Ich schlage heute das Internet auf und sehe da auch einmal die Kritik in, unter der Überschrift weit mehr als nur Stefan Raab Bedienstete. Ja, weit mehr als nur Stefan Raab. Und dann frühere TV-Totalband in Mittenberger Beavers. Ihr seid doch noch da, oder? Ja, so, aber das ist wirklich eine tolle Kritik. Wenn sich 8 leidenschaftliche Musiker gleicher Wellenlänge zusammenfinden, entsteht Großartiges. Oh. Ja. So. Von Beginn an, ich lese nur auszugsweise vor, ne? Von Beginn an gab es ausgeklügelt arrangierte Stücke, die durch Ausdrucksvielfalt überzeugten. So. Die Stücke hoben abwechselnd einzelne Instrumentengruppen hervor, während der Rest dezent begleitend agierte. Die Übergänge dazwischen waren niemals abrupt. So, die dreifache Bläserfraktion kreierte helle, klare Tonfolgen und brachte den richtigen Schwung, während Jösch und Garrido, hier Schlagzeug und Percussion, durch ihr Zusammenspiel von Schlagzeug und Perkussion einen rhythmischen Teppich ausrollten. Unterstützt von einem klar die Richtung vorgebenden Bassspiel. Ja. Also nochmal, wie geht ein klar die Richtung vorgebendes Bassspiel? Kannst du kurz zeigen nochmal? Ja, gut. Und jetzt. Jetzt zu unserem Gitarristen. Buschs funkig angehauchte Gitarrendarbietung brachte viele Höhepunkte in die Stücke. Nur angehaucht? Funkig angehaucht? Kannst du mal einen Unterschied spielen zwischen funkig und funkig angehaucht? Spiel erstmal funkig. Erstmal nur funkig. Okay? Ja. So, und jetzt fang ich angehaucht, bitte. Ja. Das ist fang ich angehaucht. Rockig, jatzig, bluesig, von allem ein bisschen und doch so nahtlos ineinandergreifend, dass alles Sinn ergab. So, jetzt geht's weiter. Pass auf. Bemerkenswert, wie einige Kompositionen der Kölner eine stetige Spannung aufbaute, deren Entladung durch gekonnte Breaks hinausgezögert wurde. Ja, so gelang es der Gruppe, die Gäste auffallend aufmerksam zuhören zu lassen. Im zweiten Teil des Abends, und jetzt kommt's, setzten die Musiker verstärkt auf atmosphärische Klänge und drosselten das Tempo. Flächige Keyboard-Sounds und ein Perkussions-Solo, das zunächst zum Träumen und dann zum gepflegten Mitwippen einlud. Aber das ist jetzt mal das. Das würde ich jetzt mal gerne hören. Also, dass ein Perkussionssolo zum gepflegten Mitwippen einlädt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber spiel doch mal bitte dieses Perkussionssolo, das zum Träumen eingeladen hat. Kannst du das bitte mal spielen, dass ich mal einen Eindruck bekomme? Ich habe das hier noch nie gehört. Was hast du gemacht da?
Hast du genau das gespielt? Ja. Okay. So. Ja. Die ruhige Musik ermöglichte es Dahlheimer, dem Wolfgang am Piano, seinen Keyboards ganz ungewöhnliche akustische Farben zu entlocken. Wie hast du das gemacht? Und jetzt. Gegen Ende ging es wieder energischer, aber gleichzeitig ausgewogen zur Sache. Nie aber wurde die Band müde. Habt ihr ausgeschlafen vorher, oder was? Moment, ich habe den Satz nicht ganz vorgelesen. Moment. Nie aber wurde die Band müde. Überraschungen wie beispielsweise eine verzerrte E-Gitarre einzusetzen. Das war eine Überraschung an dem Abend. Hast du auf einmal, hast die ganze Zeit ohne Verzerrer gespielt und dann hast du den Leuten einfach right in the face die verzerrte E-Gitarre. Wenn das mittlerweile als Überraschung gilt, dann... So. Nur auszugsweise, aber gut, ne? Gute Kritik, nur auszugsweise. Hier das vielleicht noch zum Schluss. Als Bonus bündelten die Heavytones noch einmal all ihre Stärken und entließen ausschließlich zufriedene Gäste. Ah. Wunderbar.